In Rom haben SpitzenpolitikerInnen aus Italien und Europa mit einem Staatsbegräbnis Abschied vom verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli genommen. Der 65-Jährige war in der Nacht zum Dienstag nach langer Krankheit verstorben. In Italien ist sein Tod auch Anlass, über den Zustand der europäischen Ideale in der Politik nachzudenken. Er war ein großer Präsident, weil er sich für Menschen in Not eingesetzt hat. Ich erinnere an seinen entschlossenen Einsatz für die Aufnahme von Migranten und wie er für ein offenes Europa gekämpft hat, gegen diejenigen, die es hinter Mauern und Stacheldraht abriegeln wollen. Sassolis Tod könnte auch Auswirkungen auf die Wahl des Präsidenten am 24. Januar haben. Die Trauer hat dafür gesorgt, dass in der italienischen Politik über das Maß, das der Anlass verlangt, hinaus Platz für Europafreundlichkeit und Nüchternheit geschaffen wurde. Und vor allem, dass es, was die Wahl eines neuen Staatsoberhauptes angeht, gemeinsame Ansichten gibt. Diejenigen, die die Pflicht haben, den neuen Präsidenten der Republik zu wählen, müssen sich vor allem von einer ruhigen Atmosphäre mit einem fürsorglichen Blick auf das Allgemeinwohl leiten lassen. Ich hoffe, dass sich alles in einem moderaten und harmonischen Umfeld abspielen wird, bei dem sich alle zum Allgemeinwohl bekennen. In questo clima di serena partecipazione, di armonia, di impegno comune per il bene comune. Der Staatspräsident wird in Italien von den Abgeordneten, SenatorInnen und VertreterInnen der 20 Regionen des Landes gewählt. Als mögliche Nachfolger für Amtsinhaber Sergio Mattarella gelten Regierungschef Mario Draghi oder Silvio Berlusconi.